So, guten Morgen und hallo, liebe Freunde. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Summit des Deutschen Entwicklerpreises. So eine Art Respawn Lite, die sonst immer während der Gamescom stattfindet. Jetzt sozusagen am Ende des Jahres nochmal ein kleines Gaming-Highlight zum Deutschen Entwicklerpreis. Und dazu erstmalig der Summit. Und jo, ich gehe jetzt da mal dahin. Ist hier 5 Minuten entfernt. Vom Mediapark direkt an der Kölnmesse, auch in ganz in der Nähe, wo immer die Gamescom stattfindet. Und deswegen, yo, würde ich sagen, sehen wir uns da gleich und mal schauen, was ich da so mache. Keine Ahnung, vielleicht seht ihr auch nur ein paar Schnipsel. Egal, Hauptsache, ihr wart dabei. Bis gleich, tschüss! Sind. Ja, das sind halt Spiele, die mit einem starken weiblichen Anteil vermarktet werden und ihren Umsatz zum großen Teil aus weiblichen Zielgruppen. So, ja, ich bin jetzt auf dem Deutschen Entwicklerpreis 2014 beziehungsweise auf der Summit und mir gegenüber sitzt der Daniel. Grüß dich, hi. Hi, servus. So, und du hast gerade eben einen Vortrag gehalten, der war eigentlich relativ niederschmetternd für Indies. Was ist passiert? Ja, wir haben ein Spiel gemacht, das nennt sich And Then It Rained. Das ist so ein minimalistisches Puzzle-Arcade-Game für iOS. Ist eine Premium-App, also kostet $3. Und wir haben die eigentlich eher so nebenbei gemacht, über 8 Monate, viel an Wochenenden und so. Und wir hatten keine großen Erwartungen. Also als wir die rausgebracht haben, waren das so, okay, irgendwie ein paar Freunde werden die kaufen und wir haben eine App rausgebracht, so cool. Ja. Wir waren mega stolz drauf. Wir haben viel gepolished, viel Zeit rein investiert. Ja, und dann haben wir irgendwie in der ersten Woche 16.000 Stück verkauft. Wollte ich und gerade sagen, und dann ist trotz aller Erwarten trotzdem eigentlich was Gutes passiert. Und eigentlich alles andere, was dann kam, war eigentlich auch alles positiv, oder? Also, genau, also wir was hatten. waren so die Steps? Das Krasse ist, also wir waren erst wurden von Apple gefeatured. Und das war, glaube ich, so, das war der Eintritt so in dieses, okay, irgendwas geht da, irgendwas passiert gerade. Wir haben, glaube ich, dann so am dritten Tag, das war irgendwie der Samstag, haben wir 3.000 Stück am Tag verkauft. Wir dachten, oh meine Fresse, das ist irgendwie mehr, als ich in einem Monat irgendwie verdiene, so krass. Und dann kamen nur geile Sachen. Wir haben super Reviews bekommen, wir haben irgendwie ein Fernsehinterview bekommen, wir haben Indiecade E3 Selection bekommen. Also wir waren dann in Los Angeles und haben da das Spiel präsentiert. Und wir hatten hatten einen so. Preis gewonnen? Naja, es hat kein. Also das war so eine Galerie praktisch von verschiedenen Indie-Games und da wurden Okay. wir für auserwählt und das war so halt auf der E3, was eine Riesenmesse ist. Also du Ja. stehst dann neben Warner Brothers Ja, die und neben größte, oder? Sony, genau, und dann kommt da auf einmal so dieser kleine Indie-Bereich, wo du dann mit deinem Tablet stehst und irgendwie. Das war ziemlich abgefahren, also das war cool. Und boah, was ist noch passiert? Wir waren Starbucks, waren wir Pick of the Week in den USA. Also dann wird das Spiel tatsächlich auf so Karten gedruckt und liegt dann in jedem Starbucks aus, was auch geil ist. Naja, und ich glaube, wir waren so an dem Punkt, wo wir halt irgendwie dachten, hey, krass, wir können eventuell davon leben. Also so, wenn das jetzt so weitergeht und wenn wir nur 10% von dem halten, was wir so gerade kriegen, dann wird auch so einem Hobby auf einmal irgendwie ein
cool, wir können von den Spielen, die wir machen, leben. Wobei, du bist eigentlich ausgebildeter Game Developer oder was bist du? Ich bin Game Designer, Freiberufler seit jetzt 4 Jahren. Das heißt, also so, ich mache jetzt auch schon Spiele seit 8 Jahren. Also ich habe an der Games Academy irgendwann 2006 studiert und ich unterrichte auch an der School for Games. Mhm. Und so. Also ich kenne mich in dem Bereich schon so ein bisschen aus. Aber genau deswegen waren meine Erwartungen so niedrig, weil ich, also ich weiß, was das für ein Hit-or-Miss-Ding ist. Also entweder du triffst was und dann triffst du es ja meistens richtig, oder du gehst halt mit den anderen 50.000 Apps, die so im Monat rauskommen, mit unter und bist dann irgendwie 24 Stunden in der Neuliste drin und dann war's das. So, nie wieder hört jemand was von dir. Okay, also ihr habt am Anfang eigentlich wieder alle erwarten, welche richtig viel Erfolg gehabt, mehr geht fast gar nicht. Genau, also wir hatten so, ich glaube, was man sich so als Indie erträumen kann, also irgendwie positive Presse, Apple-Feature, und einen Indie-Preis, also dann hat man ja irgendwie die Sachen zusammen. Ja, ihr wurdet sogar geklont. Genau, wir wurden, Was ja auch super ist. Und ja. Was ist dann passiert? Ich glaube, dann ist das passiert, was, glaube ich, vielen Leuten passiert, wo wir gehofft haben, dass es uns nicht passiert, aber es ist dann doch passiert. Unsere Verkäufe sind dann doch in den Keller gegangen. Also wir haben irgendwie, wir hatten super viele positive Nachrichten und ganz viel Presse. Mhm. Und die Verkäufe sind runter gegangen und wir sind mittlerweile, glaube ich, so bei 15 Stück am Tag. Was ein Witz ist, also 15 mal 3, das ist so das... Das ist immer noch mehr, als ich im TV verdient habe. So. Okay. Also weil das sind ja immer noch irgendwie dann am Tag $30, die du kriegst für nichts tun. Also es ist immer noch nett so, aber es ist natürlich jetzt nichts, wovon 3 Leute vollberuflich irgendwie leben können. Von, ja. So. Und das war, glaube ich, also ich glaube, das ist auch so, dass du, weil du hast ja gemeint, irgendwie das war ein deprimierender Talk. Ich glaube, das war so, dass wir haben alles bekommen und wir hatten diesen Indie-Hit und es hat halt trotzdem nicht gereicht. Also so, wo man dann gar nicht mehr weiß, was soll man jetzt eigentlich noch machen. Also okay, aber woran liegt das? Es kann doch nicht sein, dass du so viel Herzblut, so viel Know-how reinpackst. Du wirst dafür belohnt. Die Leute sagen, deine App ist geil. Du hast ein tolles Spiel gemacht. Du bist auf der E3, du wirst geklont. Ja, also irgendwie alles passiert und trotzdem zahlt sich das nicht aus. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, das ist... Also ich glaube, dass es tatsächlich teilweise daran liegt, dass der App-Store-Markt einfach broken ist. So. Also dass du eigentlich dann niemanden mehr erreichst, wenn Apple es nicht für dich macht. Also das ist zumindest unsere Erfahrung, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es den geheimen Marketing-Kanal, wir haben ihn einfach nicht gefunden und niemand hat uns was davon erzählt oder so. Nee, es ist spannend, also man müsste mal gucken, so gerade was so zum Beispiel Jules oder sowas oder Black oder Duet oder so, die ja auch so ein bisschen in unserem Bereich schwimmen, die teilweise einfach auch bessere Spiele sind, ganz klar, aber die ja dann teilweise 100 oder 250.000 Stück verkauft haben. Ich war vorhin auf eurer Webseite, ihr habt ein zweites Spiel schon im Anschlag. Genau, wir machen jetzt noch ein zweites Spiel, wieder so ein, also eigentlich machen wir 2 Spiele gerade. Wir machen einmal so ein relativ großes Spiel, wo man Fotos machen muss, um Bäume wachsen zu lassen. Das wird ziemlich abgefahren. Okay. Und dann machen wir nochmal so ein minimalistisches Puzzle-Game, was eher so ein bisschen in die Richtung von Colorbind oder sowas geht. Mhm. Also... Und ihr habt ja, also du hast vorhin eine Liste gezeigt mit Dingen, die ihr jetzt besser machen werdet. Mhm. Was werden das für Dinge sein? Also ich möchte in erster Linie möchte ich mir mehr Gedanken darüber machen, über Updates. Also irgendwie das Spiel tatsächlich über ein halbes Jahr lang am Leben zu halten und den Leuten regelmäßig was Neues zu geben. Also weil ich glaube, dass es so eine Phase gibt, wo dann Leute irgendwie Bock haben und dann macht ihnen das Spiel auch Spaß. Aber dann wie sieht es mit Android aus? Ja, Android. Ich wollte es vorhin runterladen, wollte dir 3 Euro geben und ich war dazu nicht in der Lage. Ja, also es ist das erste Spiel, das ich selber programmiert habe. Dazu muss man sagen, ich habe da ein paar Sachen gebaut, die sind jetzt nicht so geil für Android. Und das ist gerade so ein bisschen Pain, das alles umzubauen. Aber ich habe mir als persönliches Challenge für 2015 vorgenommen, es wird irgendwann erscheinen. So, okay. Ganz sicher. Sehr cool. Und wie heißt das nächste Spiel, das auf den Markt kommen wird? Das hat momentan einen Arbeitstitel. Also das eine ist Plixel. Und das andere. So ein Dreieck, halt, ne? Genau, so ein Dreieck und du hast so eine Alienpflanze, die wächst. Aber es sind beides Arbeitstitel, mal schauen, wie die im Endeffekt wirklich heißen werden. Aber man kann auf die Webseite gehen. Es gibt auch schon für das. Wie heißt die Webseite? Megagonindustries.com. Okay. Und da findet man eigentlich alles. Da gibt es auch einen Newsverteiler und. Aber am besten uns eigentlich auf Facebook folgen. Facebook und Twitter, das ist, glaube ich, wenn man. Also wir behandeln unsere Webseite ein bisschen stiefmütterlich leider. Cool. Aber die Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, so wie sie das gehört. Sehr okay. Cool. Gut, bist du nominiert für den Deutschen Entwicklerpreis oder seid ihr nominiert? Nee, ich bin nur da, um zu klatschen. Du bist also, nur da, okay. Ja. Was aber auch Spaß macht. Also ich habe genug Freunde, Brightside Games sind da und Mimikry und so. Das heißt, es gibt auf jeden Fall genug geile Spiele, wo man mitfiebern kann. Das heißt, du bist heute Abend auch da und freust dich. Auf jeden Fall und werde ein bisschen jubeln. Und feiern. Wenn Brightside Games Preis gewinnt, das würde mich mega freuen.
Sehr cool, Daniel. Dann vielen Dank für das Interview und ja, viel Erfolg mit den neuen Spielen. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Bis später. So, und das war der erste deutsche Entwicklerpreis Summit. Und ja, meiner bescheidenen Meinung nach ein ganz guter, süßer, kleiner Start. Zielgruppe ist natürlich auch ein bisschen kleiner, also nur in Anführungsstrichen die deutsche Developer-Szene. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Poster im Hintergrund. Und ja, gerade eben noch mit Stefan Reichert gesprochen, der Organisator, der Chef von Aruba, der Agentur, die das Ganze organisiert. Und ja, Zielgruppe ist ganz klar deutsche Entwicklergemeinde. Und man versucht da natürlich zu schauen, wie kann man die Leute, die schon mal da sind, auch für weitere Sachen begeistern. Den Entwicklerpreis selber kann man sich nicht mehr so viel größer machen. Das heißt, man baut halt Zusatzangebote und wenn die Leute schon hier anreisen, können sie die auch wahrnehmen, wie zum Beispiel diese kleine Entwickler-Summit. Ja, und wir haben drei coole Sachen gesehen. Einmal 10 gewagte Thesen zum Thema Gaming und zwei Startups haben wir, also zwei Gaming, kleine Gaming-Agenturen haben wir kennengelernt, die total unterschiedlich sind und ganz unterschiedliche Ansätze haben. Das habt ihr ja gerade eben dazu gesehen. Und ja, ich gehe jetzt mal auf den Heimweg, mache eine kleine Pause, mich schön frisch machen, denn in 2 Stunden geht es weiter mit dem deutschen Entwicklerpreis. Das wird ein ziemlicher Marathon, das wird einige Stunden dauern, bis ich da fertig bin. Dann sind wir auch alle fertig, aber alle haben ihre Preise und sind glücklich. Wir schauen mal, wie das hier gleich abgeht. Es wird auf jeden Fall recht glamourös, vermute mal ähnlich glamourös wie im letzten Jahr. Ich lasse mich überraschen, dieses Jahr mal in Köln und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Und
und der Hund kriegt sie, dann hast du echt ein Problem, ja? Und wir stehen zu Recht hier oben und der Gewinner in der Kategorie Spiel des Jahres ist... Vorbei und ich bin gerade auf dem Nachhauseweg und dachte mir, ich schließe das Video mal ab. Auf jeden Fall sehr krasse Windverhältnisse hier auf der Brücke. Ich bin hier gerade auf der Rheinbrücke, Zoobrücke, um genauer zu sein. Und es ist so ein krasser Wind hier. Macht's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.